Hallo und herzlich willkommen zu meinem Adventskalender mit vielen Karten und Verpackungen, die sich super kombinieren lassen und viele Geschenkideen, die damit schön verpackt verschenkt werden können. Jetzt sitze ich nochmal mit Licht und also es ist wirklich toll. Es schimmert sogar auch beim Licht durch, es kommt in der Kamera ein bisschen schlecht drüber, aber hier sieht man es ganz gut eigentlich. Hier ist schon ein bisschen dunkler, aber im Dunkeln, also es ist wirklich schön. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich habe es im Teamgeist-Video schon erzählt. Wir machen heute eine Karte, die mit dem Thema Weihnachtszeit und Lichterzeit zusammenhängt. Mein Teamgeist-Video dazu, das verlinke ich euch jetzt mal hier oben unter dem weißen i. Da könnt ihr mal schauen, was meine Mädels so richtig Tolles gebastelt haben zum Thema Weihnachtszeit und Lichterzeit. Das finde ich passt auch sehr gut in unseren Adventskalender. Und heute basteln wir eben die Karte, meine Idee zu diesem Thema nach. Und ich zeige euch jetzt erstmal die Karte, die wir basteln. Also die sieht von vorne so aus. Und dann kann man sie aufmachen. Innen sieht sie so aus. Und man kann die so aufstellen. Und dann ist sie dafür gedacht, dass man da innen rein ein Teelicht stellt. Bitte nur Lichter mit Batterie reinstellen oder eben ein Glas um dieses Teelicht, wenn ihr ein echtes Teelicht reinstellt, dass da ja nichts passiert. Meine Idee dazu ist, dass ihr morgen dazu auch eine Verpackung seht. Und zwar ist es diese Verpackung, die wir morgen zusammen basteln. Hier oben verbirgt sich was unten drunter, das sieht man schon so ein bisschen durch, aber das ist noch geheim. Das zeige ich euch morgen. Und hier seht ihr mal die Box von außen. Also so sieht die Box aus. Und die Idee dazu ist entstanden, weil ich letztes Jahr von einem meiner Teammädels, von der lieben Andrea, diese Karte bekommen habe. Und ich hatte da eben ein Teelicht innen drin stehen. Ihr seht sie hier von innen, die ist wirklich wunderschön. Und ich hatte ein Teelicht innen drin stehen und habe da um dieses Teelicht ein Glas gehabt, das so mit so einer Sonnenuntergangsstimmung ist, also so in orange und gelblichen Farben. Und da habe ich eben mein Teelicht drin gehabt und das war dann immer hier hinten drin und man hat gesehen, wie das hier so durchschimmert. So richtig schön, wie wenn das wirklich im Sonnenuntergang wäre oder im Sonnenaufgang. Und das fand ich so schön und das habe ich so lang stehen gehabt bei mir, weil es so, ja, das hat mich so richtig weihnachtlich eingeläutet und auch danach fand ich es immer noch so wunderschön und da habe ich mir eben überlegt, wie man das machen könnte, dass man da eben diese Stimmung auch zaubert mit einer Idee aus dieser Box. Mehr sage ich jetzt dazu noch nicht. Ein bisschen Überraschung muss ja noch sein. Und genau, so ist die ganze Idee entstanden und ich habe hier auch noch eine zweite Variante gebastelt mit dem Sternenglanz-Set, einmal mit den Stanzformen und mit dem Stempelset auch dazu. Bisschen den Hintergrund auch gestempelt mit dem Kupfer und ja, natürlich in Pfauengrün. Ist natürlich gerade ziemlich meine Farbe, das merkt ihr vielleicht auch. Und ja, auch die Sterne hier im Innenteil noch gestempelt, viel und auch die Sprüche verwendet. Also das bietet sich da wirklich sehr gut an, das Stempelset und das Stanzset. Und eben auch die ausgestanzten Sterne, ich finde, das sieht wirklich schön aus. Und wenn man da jetzt ein Teelicht reinstellt, das macht sich schon richtig gut, glaube ich. Also ich finde das echt eine ganz, ganz tolle Kartenidee. Okay. Und wie das Ganze funktioniert, das basteln wir jetzt heute zusammen. Also wie gesagt, heute die Karte und morgen am Sonntag könnt ihr mit mir zusammen diese Box mit der Überraschung da innen drinnen basteln. An Material habe ich an Farbkarton einmal Chili, einmal Vanille pur, einmal einmal Waldmoos und einmal Espresso. Und die Zuschnitte, die ihr dafür braucht, die zeige ich euch auch gleich. Ich habe einmal ein Chili-Papier, das hat das Maß 29,6 x 10,5, das braucht man zweimal und das muss man dann falzen, das machen wir gleich zusammen. Dann habe ich Vanille pur, da habe ich mir schon was ausgestanzt und zwar, ich habe jetzt hier die bestickten Rechtecke benutzt, aber wenn ihr die nicht habt, dann könnt ihr es auch so machen, dass ihr euch das zuschneidet auf, also 2 x 9 cm x 5,5 cm und einmal 13 cm x 9,5 cm. Oder ihr stanzt euch das eben so aus, dass es ungefähr diese Rechtecke sind mit diesen Maßen. Dann habe ich Waldmoos, da braucht ihr einfach Reststücke und Espresso auch, ein größeres Reststück für die ganzen Sachen, die wir uns ausstanzen. Und ich habe auch noch 2 Stück Pergamentpapier, auch dazu gibt es natürlich noch eine Bestellnummer, die hatte ich jetzt vergessen. Und da habe ich das Maß 6,5 x 6,5 zweimal. Okay, dann legen wir jetzt mal los. Bevor wir loslegen, wollte ich euch noch diese Weihnachtskarte zeigen. Die habe ich auch mit dem Stempelset und mit den Stanzformen gestaltet letztes Jahr. Ja, letztes Jahr oder vor 2 Jahren? Nee, letztes Jahr war es, glaube ich. Da würde ich euch das Video hier oben mal verlinken, wenn ihr das auch so basteln wollt.
und auch dieses Stempelset habt und euch die Karte gefällt, dann könnt ihr euch das gerne anschauen und mitbasteln. Okay, und wir starten jetzt mit dem Farbkarton in Chili und das ist einfach eine DIN A4-Seite, die wir uns jetzt zurecht falzen und schneiden. Wir beginnen jetzt einfach mit dem Falzen und zwar falzen wir uns die jetzt zusammen bei der Hälfte vom Papier, das heißt bei 14,85 cm. Bei meinem alten Papierschneider habe ich mir das da angezeichnet, das habe ich hier noch nicht gemacht. Das muss ich auf jeden Fall nachholen, weil das fand ich total praktisch. Da hat man immer gleich den Strich gesehen, wo die Mitte ist und ja, das mache ich auf jeden Fall bei dem auch. Okay, also ich habe es mir jetzt einmal gefalten. Dann lege ich es mir an bei 10,5 cm. Hier bei 10,5 cm und schneide mir das einfach einmal durch. Jetzt habe ich eben zwei Teile. Ein Teil davon ist meine Grundkarte, das lege ich jetzt mal auf die Seite. Und das andere Teil mache ich so, dass ich mir das jetzt noch einmal umdrehe. So rum. Und jetzt bei beiden Seiten falze ich das nochmal bei 7,5 cm. Einmal so. Dann drehe ich mir das Papier so, dass diese beiden Faltlinien eher auf der rechten Seite sind. Lege es mir nochmal ein und falze es mir nochmal bei 7,5 cm. Und das ist auch schon alles von unserer Karte. Ich glaube, mit Schneiden und so sind wir jetzt tatsächlich schon fertig. Aber wir haben halt viel zu tun, also mal schauen. Jetzt falze ich mir das Ganze nach mit meinem Falzbein. Und da ist es wichtig, also ich glaube, ich nehme euch jetzt mal ein bisschen näher ran. Da ist es wichtig, diese Bergfalz, die wir uns gemacht haben, das ist immer diese Falz mit diesen kleinen Hügelchen. Die kommt immer nach innen. Und wenn ihr das so macht, dann haben wir uns das jetzt schon so vorgefalzt, dass ihr genau wisst, wie das gefalzt wird. Also immer diese Bergfalz kommt nach innen. Und dann können wir uns das einfach so nachfalzen. Und dann hat man so eine Form, wie so ein M, wenn man es aufstellt. Und wenn wir uns das nachher dann aufkleben, dann kleben wir uns das auch so auf. Also diese, wenn wir das jetzt als M sehen, dann kleben wir uns das so auf, dass dieses aufgestellte Teil hier in der Mitte ist. Also ich benutze jetzt die Kreisstanze mit 2 Inch, aber es würde auch die Kreisstanze mit 2¼ Inch funktionieren. Da hättet ihr dann ein bisschen ein größeres Fenster. Es kann nur sein, dass ihr das Pergamentpapier dann ein bisschen größer schneiden müsstet. Und jetzt stanzen wir uns das auch gleich und dazu positioniere ich die Stanze so, dass die wirklich unten ganz anliegt und ja, ich kann es einfach so stanzen, weil es ist jetzt von der Breite eigentlich genau wie die Stanze breit ist. Einmal und zweimal. Das sind unsere Sichtfenster und die kann man jetzt so ganz einfach schon mal drehen. Als nächstes habe ich mir mit dem Nadelbaum mit dieser Tannenstanze schon mal einen Baum einfach in Waldmoos ausgestanzt und den mache ich hier in den Hintergrund. Und dann habe ich auch noch eine Zweigstanze benutzt und zwar ist es dieser Zierzweig. Damit stanze ich mir auch einfach einen Zweig noch aus. Können wir ein bisschen an den Rand gehen. Der muss gar nicht ganz drauf, der kommt nämlich auch hier im Hintergrund von meiner Karte dann noch. Seht ihr das? Also hier ist der Baum und hier ist noch dieser Zweig. Dann schnappe ich mir die Mini-Klebepunkte und klebe das schon mal auf, dass wir hier einfach schon ein bisschen den Hintergrund gestaltet haben. Also der Zweig, der kommt dann so im Hintergrund hier rein. Kann man jetzt machen, wie man möchte, so rum oder andersrum. Weiter rein, weniger weit rein. Also da schaut ihr einfach, was euch gut gefällt. Und den Baum, der kommt da auch hin. Da klebe ich mir auch einfach einen Klebepunkt hier auf. Oder vielleicht auch zwei. Vielleicht einen unten an den Stiel. Also an den Stamm eigentlich. Und einen hier an der Seite. Und klebe mir das auch so ein bisschen in den Hintergrund. Der soll schon noch ein bisschen rausschauen, aber ja, genau, so würde ich es eigentlich machen. Und dann drehe ich mir das Ganze um und klebe mir hier schon mal mein Pergamentpapier auf, damit unsere beiden Sichtkreise schon mal hinterlegt sind. Wenn man die Karte vorher zusammenbaut und das danach nur hinkleben will, da hat man es, glaube ich, ein bisschen schwer. Und dann nehme ich mir jetzt einfach den Flüssigkleber und mache mir hier eine schmale Spur einmal um mein Pergamentpapier außenrum. Dann kann ich das ganz gut aufkleben.
So, und dann geht es jetzt als nächstes gleich an Stempeln. Dann nehme ich die Farben Espresso und Chili, wobei mein Espresso ist total leer. Ich werde jetzt umsteigen auf Schokobraun? Schokobraun, ja. Weil ich leider noch keinen Nachfüller habe. Aber wenn der da ist, dann kann ich das wieder auffüllen. Und jetzt vorübergehend nehme ich mal das Schokobraun. Aber schöner wäre es ja eigentlich schon in Espresso. Vor allem das Schokobraun ist auch schon ziemlich leer. Das ist eine alte Farbe und naja. Aber fürs Video muss das jetzt gehen. Ich hoffe, ihr... Ja, ich kann jetzt nichts machen. Es ist leider so. Ich hoffe, es kommt trotzdem schön raus. Außerdem nehme ich ein bisschen Schmierpapier. Und dann starte ich jetzt auch gleich hier mit diesem Innenteil. Ich habe mir von dem Stempelset Weihnachtshirsch, also ich benutze das Stempelset Weihnachtshirsch mit der Bestellnummer 148848, das habe ich gar nicht draufgeschrieben, und die Stanzformen Weihnachtswild. Also da nehme ich sehr, sehr viel. Also aus dem Stempelset nehme ich eigentlich fast alles. Einmal den großen Hirsch, den kleinen, die süße Blüte, dieses Blütenmuster, die Grüße nehme ich, also fast alle bis auf das. Und für unsere Verpackung nehmen wir dann nachher noch das kleine Reh. Also beim nächsten Mal das kleine Reh. Und ja, also das wirklich, das koste ich voll aus. Und da fange ich jetzt gleich mal an mit diesem länglichen Blütenstempel. Und den stempel ich jetzt in, also in, eigentlich in Espresso oder in Schoko. Ich hoffe, dass es wirklich gut angeht. Hier oben in die Mitte mal auf. Und auch gleich hier unten. Dann nehme ich mir die kleinen Blütchen und nehme das Chili und verteile die hier auch noch schön. 3 Stück. Die sind wirklich wunderschön. Ich finde die super. Und dann wäre jetzt bei diesem Teil alles innen gestempelt. Dann kann das schon mal weg. Und jetzt stempeln wir uns die beiden Seitenteile. Dann nehme ich jetzt einmal den Spruch mit lieben Gedanken und den allerbesten Wünschen. Den stempel ich mir in Chili auf. Da gibt es auch noch eine Blüte dazu. Und ich nehme diesen kleinen Hirsch mit diesem tollen Geweih, den nochmal in Espresso. Mal schauen, wie gut der angeht. Kommt hier unten noch drauf. Dann die zweite Seite, das bekommt diesen Gruß zum Fest mit Chili. Da kommt dann nachher noch einiges an Deko außen rum, deswegen reicht es schon an Stempelarbeit. Und dann müssen wir noch die Frontseite stempeln. Dafür nehme ich mir nochmal diesen langen Blütenstempel, den finde ich echt total schön. Nochmal in Espresso. Und den Spruch, herzliche Weihnachtsgrüße. Finde ich auch sehr schön. Das ist eine sehr schöne Schrift, finde ich, das ganze Stempelset. Setze ich einfach drüber und hoffe, dass er einigermaßen gerade ist. So. Und da kommt auch noch eine kleine Blüte hin und dann war es schon mal mit Stempeln. Siehst du, oder? Die Blüte ist toll. Das war es noch nicht mit Stempeln. Wir brauchen ja noch unseren großen Hirsch und der hat dieses wunderschöne Muster da drauf. Ja, man sieht es in der Kamera und es ist echt toll. Also das, wenn das kann man so Ton in Ton aufstempeln, das, wenn man dann sieht vor sich auf der Karte, das ist echt total schön. Wieder in Espresso. Ich glaube, mit Farbe sieht man es noch besser, gell? Ist toll. Und da passt eben dann die Stanzform auch perfekt außenrum. Und das stempeln wir uns jetzt einfach hier gut ab. Genau, dann räume ich ein bisschen auf, weil dann geht es nämlich schon an Stanzen. Und was ich mir jetzt alles ausstanze, das zeige ich euch jetzt schnell. Das ist natürlich einmal unser gestempelter Hirsch hier vorne. Der kleine, das kleine Reh. Der Hirsch, der so springt. Und diese Blüten oder Blütenrankenelemente, die haben wir zweimal. Und das Tolle ist, die sind in diesen Stanzformen auch zweimal drin. Das heißt, ihr könnt die auch gleich in einem durchstanzen. Also den ersten Teil mache ich jetzt mit dem Espresso. Diese 3 Hirsche und Rehe. Und den anderen Teil mache ich dann eben mit dem Waldmoos. Da lasse ich euch ein bisschen Musik laufen.
Und wenn sich da ein paar Stanzteile nicht ganz rausgelöst haben, dann könnt ihr die super mit einer Nadel einfach so leicht andrücken, dann gehen die ganz von alleine raus. Und was ich auch gemacht habe, ich habe mir die zwei- oder dreimal durchgekurbelt, also immer zurück, vor, zurück, vor. Ich finde, dann löst sich das einfach super. Und dann sind das schon mal unsere Stanzteile und die können wir jetzt gleich mal aufkleben. Ich fange jetzt einfach mal an mit der Vorderseite. Da kommt dann unser großer Hirsch hin und dieses kleine Rankenelement, das ich auch wunderschön finde. Also ich liebe dieses Set, das muss ich ehrlich mal sagen. Das ist einfach total schön. Was ich jetzt hier benutze, ist aus dem Dekoband Magnolienweg diesen grünen. Also da gibt es ja diese zwei, das ist ja so ein Doppelpack. Und dieser grüne, dünne, dieses grüne, dünne Band, das finde ich total super und das passt da einfach super hin. Und dann nehme ich mir jetzt einfach ein bisschen, ich nehme glaube ich ein bisschen Abreißklebeband. Auf die Rückseite klebe ich mir da einfach ein bisschen was, das war jetzt zu viel auf jeden Fall, aber klebe ich mir da einfach zwei so Streifen hin. Und da kann ich dann nachher super mein Band außenrum wickeln. Also schaut nur, auf welcher Seite das ist. Also hier auf der Rückseite wickele ich mir jetzt das Band in den Hintergrund. Das zeige ich euch mal hier so. Ich finde, es macht sich noch ganz gut und schaut so ein bisschen, vielleicht so ein kleines bisschen aus wie Wald. Also ist natürlich Quatsch, aber irgendwie fand ich das total schön. Und das wickele ich mir jetzt da einfach so außenrum und gucke mir das vorne ein bisschen an, wie es mir gefällt. Ich glaube, so reicht es schon, drei Stück. Und dann kann ich mir das einfach abschneiden. Und ich bringe mir das jetzt auch gleich auf meine Karte auf. Die falte ich mir einmal schnell nach. Meine Grundkarte ist das jetzt. Und klebe mir jetzt das Element komplett schon mal auf. Mit Flüssigkleber. Und mein kleines Rankenelement, das bringe ich auch mit Flüssigkleber auf. Da muss man ein bisschen sparsam sein, sonst drückt es an der Seite durch. Aber mein Kleber ist noch sehr, sehr voll. Mal schauen, ob ich das noch ein bisschen verteilen kann. Da bietet es sich auf jeden Fall eigentlich an, dass man da vorher diese Mehrzweckklebeblätter unten anbringt. Wenn man was ausstanzt, aber es geht auch ohne, habt ihr ja gesehen. Und den großen Hirsch, den klebe ich mit Dimensionals auf. Und dann nehme ich für den Kopf auch noch ein Teilchen, das schneide ich mir einfach so auseinander. Eins vom Rand, damit es gleichmäßig schön absteht. Eigentlich soll er schon unten schön am Boden stehen, gell? So. Frontseite schaut schon mal ganz gut aus, oder? Es ist irgendwie ein bisschen dunkel. Man sieht diesen Abdruck fast gar nicht in der Kamera. Aber wenn ihr es dann in echt habt, dann sieht man das schön. Und dann kleben wir auch gleich die Innenteile auf. Die können wir gleich komplett aufkleben. Einmal mit Flüssigkleber. Und dann einfach die Deko, die klebe ich auch mit Flüssigkleber und mit den Abstandspads drauf. Das seht ihr gleich. Da lasse ich euch nochmal ein bisschen Musik laufen. Damit ihr so richtig in Weihnachtsstimmung kommt. Genau, und was ich jetzt noch mache, sind einfach mit den Perlen die ganze Karte noch ein bisschen verzieren. Und zwar finde ich das total schön, wenn man in diese Blätterranken oder Blütenranken hier einfach noch eine Perle
eine Perle aufklebt auf die Blüte, das macht sich total gut, oder? Das sieht so fein aus. Ich mag das total gerne. Und hier außenrum verteile ich auch noch ein paar. 3 Stück habe ich jetzt da genommen. Und ihr habt es ja gesehen, auf der Innenseite habe ich auch noch einige hingemacht. Einmal hier 2 und hier oben einen. Und so sind unsere Kartenteile jetzt komplett fertig und müssen nur noch zusammengeklebt werden. Und das ist auch total einfach. Ich lege mir das hier ordentlich aufeinander und dann klappe ich diese Seite, die ich ankleben will, hoch. Also das ist einmal hier diese rechte Seite. Mache mir da den Kleber drauf. Und dann klappe ich mir das einfach wieder zu. Nochmal gucken, dass man das wirklich schön erwischt hat. Gut ankleben. Und genauso mache ich es eben mit der anderen Seite auf. Auch ich klappe mir das wieder so hoch. Kleber drauf. Komplett flach machen, die Karte ankleben, schauen, dass alles gerade ist und andrücken und schon ist man da fertig. Und schon hat man diese wundervolle Kartenform. Könnt ihr sie nochmal zumachen, ein bisschen nachknicken oder nochmal mit dem Falzbein drüber gehen, aber im Prinzip steht die wirklich perfekt von alleine und ich finde sie richtig schön. Was ich jetzt hier ganz gut finde, ist, wenn man da hinten so reinschaut, ist, dass man das Pergamentpapier nicht so viel sieht. Also wenn man die so stehen hat, sieht man das eigentlich gar nicht. Bei meiner ersten Karte habe ich das Pergamentpapier komplett auf die ganze Höhe gemacht. Da sieht man es einfach ein bisschen, wenn man reinschaut. Ich meine, das ist eine Feinheit und die, finde ich, ist so jetzt besser gelöst. Genau, als kleinen Tipp vielleicht für euch. Aber ansonsten ist die Karte doch total schön. Und ich glaube, da freut sich jeder drüber, wenn er so eine Karte kriegt, weil ich habe die wirklich letztes Jahr so lang stehen gehabt. Es war so eine Stimmung auf Weihnachten, so eine weihnachtliche Stimmung, als Weihnachten dann da war und auch danach einfach noch schön. Und auch von der Dekoration, finde ich, passt einfach super. Auch noch nach Weihnachten kann man die einfach noch ein bisschen stehen lassen und kann sich daran richtig freuen. Und genauso könnt ihr natürlich die Dekorationen auch mit diesen beiden Vorlagen machen. Also ihr könnt euch einfach mal gucken, was habt ihr denn im Stempelregal oder im Stanzregal und könnt dann entscheiden, was euch da am besten gefällt. Oder auch von den Farben, dass man das nochmal abwandelt. Ja, da könnt ihr euch einfach total austoben und eure Freude damit haben. Ich glaube, also ich finde das total schön und ich glaube, das ist auch ein ganz tolles Geschenk, wenn man jemand eine Karte schickt. Man kann das ja auch flach schicken. Dann hat er gleich nochmal so ein kleines Geschenk dazu und ich finde, das ist eine tolle Idee. Und ich hoffe, es gefällt euch auch so gut wie mir. Wenn ihr wollt, dann schaut morgen rein und wir basteln diese zauberhafte Verpackung mit der Überraschung drin dazu. Und ja, ich habe es noch gar nie gesagt, glaube ich, im Adventskalender, aber wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert den Kanal, drückt die Glocke und ihr werdet dann immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!